Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge LS19 und zwar im Me and the Counter Life 2 Projekt. Jo, wir haben da in der letzten Folge am Gemeindehof ein kleines Problem gehabt, aber das haben wir ja schon wieder vergessen, hoffe ich zumindest. Und jetzt fahren wir mal auf zum Herrn Kollegen wieder. Und ja, ich hoffe, er hat noch nichts mitgekriegt. Und ja. Jetzt muss ich kurz einmal was schauen. Ja, ich hoffe, der Ludwig hat noch nichts mitgekriegt. Es muss sein, habe ich ein kleines Problem. Jo. Ich hoffe, jetzt hat euch haben euch die letzten Folgen gefallen, wie ich mitgekriegt habe. Danke für die nette Bewertung und für die ganzen Likes, was ihr mir gegeben habt. Und ja, es freut mich, damit bei euch das Projekt so gut ankommt. Und ja, und dann fahren wir mal zum Herrn Kollegen Ludwig auf und ich hoffe, er hat noch nichts mitgekriegt. Gleich einmal einparken nur. Na, guten Morgen. Grüß Gott. Ja, weißt du zufällig, wo unser Marcel Ferguson hin ist? Na. Ich hab nur, wo sie nicht da waren, in das Feld gedüngt und da ein bisschen die Paletten umgestellt, weil im Streuer war Kalk geladen. Mhm. Ja, das ist nämlich irgendwie ganz komisch. Ich habe einen Brief bekommen, dass ein Unfall verursacht wurde mit dem Marcel Ferguson. Oh shit. Ja, hat schon mitbekommen. Eieiei. Aber was ist denn da los? Waren Sie in den Unfall verwickelt? Marcel Ferguson? Hey, ich soll hier jetzt 10.000 Euro Reparaturkosten übernehmen. 10.000. Das regeln wir noch, Herr Kollege, das regeln wir noch. Und ich sehe, Sie haben hier sich an meinem Konto bedient, also mein Kontostand. Na, ist jetzt... Na, beim Konto habe ich nichts getan. Aha, da ist... Der Herr Huber. Ja, mal, ey. Ich hoffe mal, der kommt nicht wegen dem Träger. Guten Tag. Grüß Gott. Morgen. Herr Ludwig? Ja? Kann das sein, dass Ihnen ein MF fehlt? Ja, das kann sehr gut sein. Der steht nämlich an der Stadt. Aha. Wieso steht der denn da? Ich glaube, Sie sind da vor Ihrem Urlaub, bevor Sie im Urlaub gefahren sind, sind Sie mit Rondo gefahren und dann sind Sie da irgendwie mit dem Taxi, glaube ich, weitergefahren. Weiß ich gar nicht mehr. Hat sich das Taxi anscheinend hier hochgefahren. Mhm, ja. Auf jeden Fall steht die MF unten an der Wege, an der Gemeinde. Mhm. Können Sie mich mitnehmen? Ja, kann ich machen. Ah, das ist sehr, sehr nett. Ja, gibt's hier noch irgendwas zu tun, was Sie hier machen könnten? Ich habe gerade den Überblick nicht, weil ich ja weg war. Nein, hab gedüngt. Bei der Wiese habe ich auch schon geschaut. Ah, aber unsere eine Wiese ist doch erntereif, oder? Nee. Ja, da wollte ich ja mit Ihnen darüber reden, wegen Dingens. Warten Sie mal kurz. Feld 61 war das, oder? Ja. Die 61, die ist noch nicht erntereif. Die ist nicht erntereif. Was meinen Sie dann für Feld? Jetzt habe ich den Überblick verloren. Ja, ich meinte keine Wiese, ich meinte unser Feld 44. Da waren Sojabohnen drauf. Ah, das ist erntereif, genau. Ja, sorry, habe ich mich getan. Ja. Und ich glaube, unser Feld neben uns, das könnte man auch bald ernten, oder? Wie sieht's hier aus? Das ist, glaube ich, erntereif. Ja.
Ja. Also Sie können gern schon mal anfangen zu ernten. Ich hole jetzt mal den Masai Ferguson ab, ne? Ja, machen Sie das. Ich fange da mal an. Ich komm rein. Eieiei, ein Herr Kollege hat schon was mitbekommen. Das war ja nicht mit Absicht. Das müssen wir noch ein bisschen klären. So, dann werden wir mal für Herrn Ludwig da mal das Ernten anfangen und dann schauen wir mal den an. Ist doch unruhig. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Kleinert. Grüß Gott. Sie haben ja zuletzt gefragt, Sie haben ja Arbeit gesucht zuletzt. Suchen Sie immer noch Arbeit? Ja. Echt? Dann hätte ich nämlich für Sie was. Was denn? An meinem Hof müssten noch ein paar Wiesen gemäht werden. Ja, ich werde das mit dem Herrn Ludwig abklären und dann war's das. Okay, wenn es nicht klappt oder so, dann rufen Sie einfach an, okay? Ja, mach ich. Jo, perfekt. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. So, Herr Kleinert. Ja. Da habe ich unseren Marcel Ferguson wieder, aber war der Unfall wirklich mit diesem Traktor? Nein, nicht mit dem. Ja, womit denn? Mit dem John Deere. Ah, ja. Sind da irgendwelche offensichtlichen Schäden? Nein, das war nur vor mit der Fronthydraulik kurz angekommen. Ah. Ey, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe mal, die funktioniert, ne? Ja, habe ich schon probiert. Weil ich habe. Ja. Habe ich schon gearbeitet wieder, da weiß ich nicht, aber. Und irgendwie hat es da gerade was verkeilt. Ja, ich glaube, sie hängen am Baum hinten dran ein bisschen. Eieiei. Hier warten Sie mal, ich probier's mit dem Träger, das geht glaube ich leichter. Ja, bitte. Also ich weiß ja nicht, wie Sie da gefahren sind, aber irgendwie ist es kritisch. Eieiei. Was haben Sie denn da gemacht, bitteschön? Na gut. Immer diese Probleme. Ja, was machen Sie jetzt? Achtung! Ja. Ich mach klar. Gott, da haben Sie fast wieder unseren Mähdrescher touchiert. Also. Und Sie haben wirklich den Treckerführerschein? Ja. Ja, da bin ich mir langsam nicht mehr so ganz sicher, muss ich ja ehrlich gestehen. Ah, kommen jetzt hier die Profi-Tipps raus? Warten Sie kurz, ich muss kurz schauen. Ich muss den Drescher kurz weiter vorstellen, weil das ist mir zu eng da. Ja, ist verständlich.
So, wo hängt denn der Herr Kollege? Ich würde sagen, wir hängen in diesem Baum. Na gut, das ist jetzt eine kritische Sache, wenn man ehrlich ist. Ey. Also das sieht mir auch nicht so ganz schlüssig aus, wie das überhaupt passieren konnte. Ihr habt doch einfach oben gedreht. Eieiei. Also letztens waren hier ja Stürme hier. Vielleicht lag das deswegen. Also ich weiß ja nicht, was das für Stürme waren, aber. Na gut. Vielleicht haben sie vielleicht Krafttraining mit dem hier gemacht. Lassen Sie mir das einmal probieren. Ja, okay. Irgendwie kann ich das nicht gut angreifen, ich warte. Ich fahre hier mal weg mit meinem. Haben Sie den Zaubertrank aktiviert? Den Zaubertrank meinen Sie? Ja. Zaubertrank? Nee. Schade. Kennen Sie irgendjemanden, der noch einen Zaubertrank auf Lager hat? Ich muss kurz einmal den Herrn. Ups. Ich muss kurz einmal den Herrn Dings anrufen. Warten Sie kurz. Mhm. Auf dem Bildschirm. Ring, hier ring, oben hatte ring, ich, ring, 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 neue Folge, ring, ring. Von. Ja. Von Landtechnik an. Herr Alex Brupp, Herr Anton Müller. Hä? Ich höre Stimmen im Kopf. Wo ist denn der? Mir auch. Ich höre Stimmen. Ich auch. Also, ich glaube, ich muss nochmal anrufen. Ring, 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 ring. Aber ich besser. Mal von Ihnen Fahrzeugpapier und Führerschein, bitte. Danke. Warten Sie kurz. Ja, bitte. Ja, Herr Müller. Und zwar haben Sie noch einen Kraftzaubertrank oder wissen Sie, wie man den herstellt? Was? Junge, wir sind hier nicht in Minecraft, wir sind hier in Real Life, Alter. Was willst du jetzt von Kraftzaubertrank, Junge? Ja, ich muss kurz was organisieren. Was denn? Ach, passt schon. Hat sich erledigt, danke. Ja. Auf, so viel Minecraft zu spielen. Ja, danke. Mann, der Junge macht. Das funktioniert einmal nicht einmal mit dem. Was ist denn da? Funktioniert auch nicht mit Ihrem Zaubertrank. Ah, der Zaubertrank. Haben Sie einen bekommen oder was? Ja, der Herr Müller hat noch einen übrig gehabt. Ja, der hat auch immer alles auf Lager, ne? Ja, der hat immer so 1000 Liter vorproduziert. Ja. Für seinen eigenen Konsum natürlich. Ja. Jo, ich habe jetzt schon den Anhänger an den anderen dran gehängt, also würden. Ja, ich werde jetzt kurz den Frontlader abkuppeln und dann. Irgendwie müssen wir dort vorne das Bullenfänger-Dingens da ein bisschen verkleinern. Mhm. Ja, aber nochmal, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht hinsichtlich unserer Schulden. Also wir werden das ja wahrscheinlich nicht los ohne Lohnarbeit, ne? Na? Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo wir Lohnarbeit machen können? Ja, müssen wir einmal. Der Herr Müller hat mich gerade angerufen, bin wer noch ein paar Wiesen zu mähen. Ach, ehrlich jetzt? Ja, den könnten Sie einmal fragen. Ja, den Herrn Müller, den frage ich natürlich gerne mal, ne? Ich würde sagen, das würde ich, wenn dann auch mit dem Marcel Ferguson machen. Ja, ich rufe ihn mal kurz an, ne? Ja, machen Sie das.
So, dann fangen wir mal an. Aber bis weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.